Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims hier Let's Build-Folge zu meiner 4-Jahreszeiten-Farm. Ich bin Daniel von simfans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's weiter. Ja, wir schreiten voran unaufhörlich. Letztes Mal. Ja, da haben wir hier angefangen, das Schlafzimmer einzurichten für den Teenager oder die Teenagerin hier oben. Und wir haben auch schon hier ein Kinderzimmer. Wir haben auch hier schon ein modernes Bad, ein eher etwas rustikaleres Bad, würde ich mal sagen, ja. Und hier das Elternschlafzimmer, so sehe ich das. Und ja, ein Klo haben wir letztes Mal hier oben auch eingerichtet. So ein bisschen was am Balkon noch gemacht, Schulprojekt, ne, und so weiter. Und unten haben wir, ich zeig's nochmal ganz fix hier, die Küche, das Esszimmer mit Katzen natürlich auch doch, ja. Und hier das Wohnzimmer, so sieht das aus. Wir haben auch hier nochmal eine Waschküche für alle Waschküchenfans da draußen. Hi, wie geht's euch? Und natürlich ein riesen Garten mit lauter Aktivitäten hier für die Kids, für die Erwachsenen, für die Pflanzenliebhaber und für die Blumenbinder natürlich hier auch noch im Gewächshaus. So sieht das Haus bisher aus und heute geht's weiter. Diesen Raum habt ihr übrigens eingerichtet, ne? Gibt's in der Galerie hunderte Räume von euch für euch zum freien Austauschen. Ja, wie ihr das wollt, je nach Familiensituation, heute haut ihr euch da eine Bar rein, ein Fitnessstudio, ein Kinderzimmer und was es sonst noch so gibt, falls ihr noch mehr von den kleinen Bengeln habt. So, wir gehen hier jetzt heute mal weiter voran. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, wir kommen voran. Wir müssen hier so ein bisschen was noch machen. Ich würde so ein bisschen mehr das Kindliche noch rausgucken lassen in diesem Zimmer. Ich würde so ein paar Poster platzieren und wir bauen auch hier primär mit dem Jahreszeiten-Erweiterungspack, aber natürlich auch mit anderen Packs. Aber ich gucke jetzt mal, dass ich hier mal damit klarkomme. Und da haben wir auch einige coole Poster, oder? Ja, da haben wir einige coole Poster. Ich glaube, das ist dann zu kitschig. Also da gibt es ja auch so ein paar Sachen, aber das finde ich jetzt ein bisschen, glaube ich, da ist nicht so wirklich was dabei. Nee, ne? Nee, das ist alles zu festivalartig und zu, ja, das können wir nicht machen, nee. Ich würde dann aber trotzdem so einen Henry Puffer oder sowas platzieren, ich finde die immer so toll, das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ja, der Kuhpflanzenjäger, der muss noch rein, ja, das Filmposter, das machen wir ein bisschen kleiner und das kommt dann über den Schreibtisch, Verkleinerungscheat, machen wir mal so. Das finde ich ganz witzig, passt auch. Wir haben auch Kuhpflanzen vor der Tür, ne? Ja, da haben die sich zugelegt hier. Und jetzt würde ich hier mal ganz gern so ein bisschen was ausprobieren, dass wir da noch die kleinen Details noch reinbringen, dass wir da auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine kleine Lampe reinbringen. Aber dann können wir mal die Fußballlampe. Ja, die ist cool. Die ist witzig vor allen Dingen. Und dann gucken wir aber mal, dass wir da noch so ein bisschen Debug-Sachen reinmachen. Ja, da gibt es ja auch einiges. Das gucken wir uns jetzt mal an. Baby.showHiddenObjects gebe ich dazu ein und gebe dann hier in die Suche Debug ein. Da gibt es nämlich richtig tolle Sachen und die kleinen Details, die dürfen hier nicht fehlen. Wie hier so eine Fernbedienung, finde ich zumindest. Und da kann man doch noch einiges mehr machen. Komm, wir machen so eine Rose hin. Das ist, finde ich, irgendwie auch so ein bisschen so eine kleine Story dann, ja, wer hat die Rose da gegeben, wer hat das hier gemacht, wo hat man die jetzt her und, ne, hat er die sich selber gepflückt, bringt der Designer, Verehrerin, wie auch immer. Das ist auch so was Frisches, sage ich immer dazu, sind so frische Sachen in diesem Debug, die das Ganze lebendig wirken lassen und ja, die Hunde Tasche muss lebendig sein, ja, nee. Also, dass das halt bewohnt aussieht und nicht irgendwie, wie ein Möbelhaus. So sage ich immer, gut, ein Möbelhaus sieht meistens auch schon bewohnt aus. Das machen die ja schon ganz gern dann auch schon. Ich finde auch sowas ganz sweet, ne, kann man sowas mal vielleicht machen, oder? Das ist so ein bisschen was Persönlicheres und sieht besser aus als die stinknormale Deko. Ja, die ersten Versuche hier des Tonknetens. Und ja, was haben wir denn dann noch? Wir haben so viel Krams hier noch. Komm, wir können da nochmal so Teile für die Küche oder was ist das? So eine Grafikkarte oder was könnte das sein? Man weiß es nicht so genau. Ihn platzieren. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die ich dann da ganz toll finde. Was haben wir denn da noch? Komm, da muss es doch noch was geben. Wir haben hier unten schon einen Kaminanzünder. Will ich mal gucken. Haben wir das schon? Haben wir da noch nicht? Ah, das gibt's ja mal gar nicht. Brauchen wir unbedingt. Wir haben Kohlestücke hier schon. Ja. In die Küche kommt ein Apfel oder hier auf den Tisch. Na, irgendwie so ein bisschen was Kramszeugs. Was man eben so braucht. Eigentlich habe ich sie auch auf die MySims-Puppen abgesehen. Die finde ich ja ziemlich toll.
weil, ja, das ist so nochmal so was Besonderes dann halt. Wir können auch nochmal gucken, was wir da sonst noch so finden, was uns ins Auge fällt. Hier kommt noch der Rechen raus, da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen platzieren irgendwo, damit das hier nochmal besser aussieht, ja, so ein bisschen zu Krams. Schneeschaufel, ich glaube, wir haben schon ein Rechen irgendwo, oder? Haben wir schon? Nee, haben wir noch nicht? Haben wir noch nicht? Ernsthaft mal? Ich dachte, wir hätten schon. Und hier so schöne gemacht, selbstgemachte Blumen. Die fangen auch übrigens an zu stinken, wenn man ist wirklich wahr, wenn man die lang stehen lässt. Ich wollte jetzt eigentlich so in die Mitte rein, dass die da, genau, dann stören die nämlich nicht beim Essen. Da muss man die vielleicht auch ein bisschen austauschen mal oder so. Wir können die eigentlich auch, ne, kleiner kann man die nicht machen, die Stängel bleiben trotzdem groß. Müllfrucht. Na, das wäre auch was. Wir können hier noch so Basteleien im Flur anbringen. Das finde ich immer ganz schön. Auch das sagt wieder aus, hey, hier wohnen Kids oder so. Und oben im Flur haben wir ja noch gar nichts. Ja, das ist doch schön, oder? Machen wir das so hin. Das ist so eine Jahreszeiten, 4-Jahreszeiten-Farm. Kann man dann doch durchaus hier auch noch so ein paar Girlanden-Dinger dahin machen, oder was? Was das auch sein soll. Formschnitt. Ja, das ist doch sweet, oder? Machen wir das so. Basteln arbeiten. Oh ja, so Karten sind ja auch nicht schlecht, ne? So ein bisschen Partykarten oder irgendwas. Das Postkarten, Blumenkarten, Zwergenkarten, Gärtnereikarten, die nehmen wir. Die packen wir hier oben aufs Regal mit dem Höhenverstell-Sheet Move Objects. Ja. Oh, das ist ja sweet. Haben wir sich aufgehoben hier, ne? Bastelarbeiten. Ja, da kommt so ein bisschen der kindliche Touch da wieder rein und das Farmthema. Da muss der Henry Puffer doch weichen. I'm so sorry, Henry. Henry Puffer, du musst weichen. Also ein paar Überbleibsel darf man hier doch gerne auch haben. War in der Spielbox mit dabei. Blumenbastelarbeiten. Ja, das wird jetzt schon wieder ein bisschen kindlich, ne? Kindisch, kindlich, wie auch immer. Also sind echt tolle Sachen dabei. Mann, das müssen wir mal machen im Gameplay. Im Let's Play. Wir brauchen auch noch einen schönen Gedichtband. Guck mal, wir machen hier noch so ein Gedichtband hin. Das ist doch mal was. Kann man sich da schnappen hier. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Eine Christrose. Wow. Ein Blumenliebhaber. Ja, ich finde das ganz toll. Schweben die eigentlich ein bisschen? Ja, dann müssen wir das noch ein bisschen hochsetzen. Aber es macht ja nichts. Wo sind denn jetzt? Komm, wir packen den Schreibtisch voll mit Blumen. Der untersucht die und schreibt dann Artikel darüber oder so. Was machen wir jetzt? Ah, die hängt ein bisschen da im Glas drin, ne? Können wir die auch nicht aufs Regal oder so? Mensch. Die Slots sind alle schon belegt. Ja gut, dann kommen die weg. So, jetzt kommen mal endlich die MySims-Puppen oder wo sind die? Die sind weiter oben wieder. Klasse, danke auch. Aber so ein Debug, da muss man öfter mal rein. Da finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das darf nicht fehlen, sowas. Pfadfinder-Handbuch. Sowas könnte man auch noch machen. Oder, gut, das haben wir jetzt auch schon im Kinderzimmer drüben drin. Deswegen machen wir das hier vielleicht nicht mehr. So, Postkarten. Das ist auch eine tolle Geschichte. Das sind eben die kleinen Dinge, die das Ganze dann cool wirken lassen, finde ich jetzt. Ja, die kann man auch direkt an die Wand pinnen. Das ist dem egal, ob es da Löcher gibt. Ja, mit so Pferden und so ein bisschen, come on, das ist voll cool. Können wir auch da rumwachsen lassen hier quasi, ne? Es wurde manchmal zu viel und dann, shit, jetzt habe ich keinen Platz mehr, jetzt muss ich da oben rum. Ja, das sind so, ich finde das geil. Na ja, jetzt kommen die, der Kronk hier, der Gonk. Der Gonk, der Old Gabby, natürlich, der alte Farmer darf nicht fehlen. Und wen machen wir noch? Da, der Grüne hier. Ne, wir nehmen DJ Candy hier. Ja, das sind auch tolle Sachen. Wird man dann verspielt. Und das ist ganz gut dann fürs Zocken dann auch, was wir ja hier gedacht haben. Oh ja, die Dinger sind immer toll. Konzentriertes Dekor für den Schreibtisch. Das Ding wird langsam voll hier jetzt, aber Mann. Ja, das ist der Cube. Das ist der Computer hier vorne. Also, wo können wir das denn jetzt noch hinstellen? Komm, ich kann es auch hier hinstellen. Das ist toll. Move Objects. Was haben wir noch? Frösche. Oh, das wäre noch ein tolles Hobby. Da hätten wir noch so ein Hobby hier drin. Wo können wir die denn noch unterkriegen? Wir müssen hier noch ein Regal malen mit Fröschen. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, wir brauchen da nochmal so ein Nachttischschränkchen.
So, dann machen wir da nochmal so ein Schränkchen hin. Das ist doch ganz schön hier. Das passt auch da ganz gut dazu. Packen wir den Frosch aber so ein bisschen vors Fenster. Dann kann der sich schön aufwärmen. Ja. Das ist doch jetzt witzig, dass da hinten nochmal ein Frosch ist. Genau sowas habe ich gesucht. Das muss hier noch rein. Jetzt scroll ich schon wieder runter. Ich muss hoch. Hat er vielleicht sogar einen Preis gewonnen für die Frösche? Da. Ein preisgekrönter Frosch ist hier entstanden. Genau. Ja, das sind die kleinen Dinge. Ich finde es total witzig. Mir macht das total Bock. Ich finde das geil. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Jetzt kommen wir schon wieder in die normale Deko rein, ne? Was haben wir denn hier noch? Das kann doch nicht sein hier. Da gibt es auch noch Nussknackerprinz. Das ist alles so halt, ne? Spezifisch zur Jahreszeit. Das ist immer so, muss man aufpassen, dass man das nicht zu viel macht. Weil da gibt es sogar Laubhaufen. Eieieiei. Ja, sportlich betätigt habt ihr jetzt euch aber auch noch nicht, ne? Müssen wir nochmal gucken, dass wir vielleicht noch irgendwas bisschen Sportliches da reinmachen. Können wir eine Gitarre, da muss so eine richtig handgefertigte, normale Gitarre, sag ich jetzt mal, da rein noch. Ja, so ein Hobby fehlt irgendwie noch. Das müssen wir hier noch unterkriegen. Das ist gut. Das finde ich jetzt schon mal toll. Und jetzt brauchen wir natürlich hier noch was für den Balkon. Das wird wieder so ein Aktivitätenbalkon. Da darf man natürlich nicht fehlen, hier eine Staffelei. Da ist abends so tolles Licht dann auch. Wunderschön. Da kann man richtig, guck mal darüber. Das ist Hammer. Das ist der Hammer hier. Der Sonnenuntergang im Hintergrund. Wow. It's amazing. Würden die Entwickler sagen. Cool. Alright, it's okay, it's alright. Oh, wir können auch noch diese alten Wannen. Das ist auch so schön. Da unten im Garten fehlt uns noch so ein bisschen was. Da könnte man dann irgendwie vielleicht so ein paar Pflanzen oder so reinsetzen. Das ist doch auch eine witzige Sache, oder? Das ist die Badewanne, die im jetzt modernisierten können wir ein bisschen kleiner machen, die jetzt im modernisierten Badezimmer drin ist. Komm, zwei Stück reichen auch. Das ist cool, das gefällt mir jetzt. Ja, dann sind wir auch schon wieder rausgeflogen, verdammte Axt. Ist okay, it's alright. Ich mache mal wieder Taglicht. Wir wollen ja mal gucken, dass wir hier unsere Winkel vollends noch vervollständigen. Die haben wir noch nicht überall hingemacht. Müssen wir noch mal ein bisschen gucken, ja, dass wir die noch mal unterkriegen. Die haben wir extra so groß gelassen, damit das schön aussieht. Damit das statisch bisschen besser ist. Ja, das ist gut. So machen wir das hier so rechts und links vom Fenster. Die passen da auch schön rein. Die setze ich mit Absicht so ein bisschen ins Dach rein, damit es aussieht, wie wenn das gehalten wäre. Oh Daniel, was laberst du denn wieder jetzt einmal echt hier? Da gibt's da mal gar nichts hier. Ich muss es nochmal in den Raum werfen auch. Ich bin am Gamescom Freitag und Samstag dieses Jahr, 2018, auf der Gamescom in Köln. Ja, falls ihr auch dort seid, dann meldet euch doch, das ist ziemlich cool. Guckt auf Instagram dann vorbei, während der Gamescom-Zeit, Freitag und Samstag, da schreibe ich dann, wo ich bin, wo wir sind, mit dabei, dieses Jahr natürlich mit unterwegs mit mir. Die Tanja von der Kisima.de und natürlich der Bene aus dem Simfans.de Team. Freitag und Samstag im August, ich weiß nicht, ich glaube 24. ist Freitag und 25. ist Samstag, Gamescom Samstag, ja. Wenn ihr mich mal so sehen wollt hier. So, müssen wir hier nochmal gucken. Das ist ein bisschen schwierig, weil da ist das blöde Dach von dem blöden Gewächshaus. Da komme ich ja gar nicht richtig durch. So können wir das machen. Guck mal an. Müssen wir ein bisschen cheaten mit Höhenverstell-Cheat. Ja, es muss ja schon seine Richtigkeit haben. Aber ich finde es auch, dass es schon wichtig ist jetzt hier. Ne? Also muss man schon machen auch. Dass das hier auch alles hält. Sonst hält das ja gar nicht. logischer Umkehrschluss. Ja, auf der anderen Seite brauchen wir es jetzt nicht, weil da haben wir ja eh unser Vordach. Aber da würde ich dann nochmal so einen Winkel einbauen. Upsala, dann machen wir den ein bisschen runter, dass er auch mittig ist. Machen wir das so. Ja, jetzt hat es alles seine Festigkeit hier, würde ich sagen. Mhm. Haben wir hinten schon die Leisten da platziert auch? Die würde ich dann hier noch, haben wir schon. Okay, alles gut. Alles gut, ja.
Das ist ja immer, finde ich, ganz wichtig, dass man das so ein bisschen dann macht. Schön, oder? Jetzt kann es hier losgehen. Könnt ihr bald einziehen. Wir haben auch noch den tollen Dachboden. Ich weiß ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht, was ich da reinmache. Ich würde sogar jetzt echt mal kein Zimmer einrichten, sondern ich würde es wirklich mal so machen, dass wir hier so eine stinknormale Tapete nehmen aus Dings. Oder wir machen das sogar, ich glaube, wir nehmen sogar die Außentapete, ne? Weil der ist dann nicht ausgebaut. Und wir machen da oben dann so Kisten rein. Ja, so ein geschusterten Boden hier mit Schrauben, mit Nägeln drin, so offen. Und da können wir dann, das böse Kind, es war gab so tolle Kommentare. Ich würde da echt gern irgendwie so eine Art Hobbybereich nochmal machen für die Kids. Also, dass man da oben vielleicht so alte Sachen nochmal irgendwie unterbringt. Dass man da irgendwie sagt, okay, die haben jetzt da eine Rutsche noch oder irgendwie, oder? Ist das zu krass? Also, da muss irgendwas Cooles rein einfach. Ich weiß nicht, wo wir sonst keinen Platz für hätten. Sowas irgendwie, ne? Das ausgebleichte Puppenhaus. Oder irgendwie sowas. Da muss doch irgendwas Cooles rein hier. Da kann doch nicht sein, dass wir da das nicht irgendwie jetzt hier hinkriegen. Das kriegen wir noch voll. Das kriegen wir auf jeden Fall voll. Machen wir das mal so. Wir können auch, ja, so eine alte Spieltruhe, das wird auch ganz witzig. Dann können die da hochklettern und dann da so ein bisschen was eben noch ausprobieren, oder? Ein Blaffi. Du musst es leider weichen, weil du bist aus Versehen in Blau gekommen, obwohl wir dich nicht in Blau bestellt hatten, du Armer. Ja, da kommen die ganzen Meister-Blaupelzchen und so, die ganzen blauen Spielzeugen, die keiner wollte. Ja, die sahen zu plastikmäßig aus. Das ist irgendwie so. Wir können auch noch mal gucken bei den Spielzeugen. Was haben wir denn da noch? Da muss es doch noch irgendwas geben. Oder alte Teppiche oder so, das ist auch witzig. Wir können da so Jahreszeitenteppiche hin, so Kitschteppiche da. Irgendwie sowas hier, das ist doch witzig. Ja, irgendwie so ein bisschen Krams halt. Ich finde das total cool. Mir macht das total Spaß. Und da muss man dann auch quasi hochgehen, wenn man dann hier irgendwie was basteln will. Konstruiere eine Brücke, mittelalterliche Burg, irgendwie sowas. Das ist da oben richtig schön. Da kann man sich da verziehen, das hier oben basteln und dann hat man die tollen Geschichten dann unten dann. Ja, Elektrizitätsexperimente. Ich mach mal das Sonnensystem, das ist ganz schön, das dreht sich sogar dann so toll, das ist ganz witzig. Das hat man mal da gemacht und dann, oder den nicht fertigen Vulkan, ne, so ein bisschen Elternfreuden-Gameplay haben wir da. Vielleicht noch ein altes Tagebuch, das ist auch toll, das ist auch witzig. Kann man das hier finden und dann lesen, was hat denn, wer denn da was geschrieben hier? So, da ist so eine Eisstäbchenbrücke, das ist auch ganz witzig. Ich glaube, wir müssen das hier aber trotzdem so ein bisschen weiter weg machen. Oder wir machen das dahin und das hier dann darüber. So, rüber. Da hat man da nämlich Platz, weil da braucht man jetzt Platz für den Tisch, ne? Braucht man das Platz. Und da gibt es noch so ein Puppentheater, das ist auch ganz schön. Da ist es wieder ein bisschen kritisch mit dem Platz, da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, da müssen wir echt voll aufpassen hier. Wie machen wir das denn jetzt? Das verdeckt ja die ganze Sicht hier. Müssen wir das andersrum machen? Müssen wir das hier so hinmachen? Ja, das finde ich auch toll, dass das so ein bisschen in der Mitte steht. Also vorbeilaufen kann man da, glaube ich. Aber dann kann man da reingehen. Ich glaube, die Tür ist auf der Seite. Ich weiß, es ist echt schwierig, das Objekt. Aber die Sims müssten da noch vorbeikommen. Und dann kann man da so ein kleines Puppentheater oder so machen. Das wäre doch toll. Das wäre doch toll. Jetzt müssen wir noch eins gucken. Das habe ich nämlich in den Kommentaren gelesen. Und Tatsache, ich habe noch keine Schaukel hier drin, ne? Eieiei. Ich weiß auch nicht, was ich hier mit diesem Eck da mache. Also ich würde auch mal sagen, wir packen den zweiten auch in diese Nische rein. Packen das Ding so ein bisschen weg. Ja, das reicht ja eigentlich, oder? Für alle da. Ne, reicht nicht. Dann musst du vertrocknen. I'm so sorry. Du musst jetzt vertrocknen. Und dann machen wir das Ding hier weg. Und packen dafür eine Schaukel hin. Ja, wir brauchen nicht. Wir haben schon ein riesiges Gewächshaus. Und wir haben schon das andere Feld. Dann können wir doch hier eine coole Schaukel hin machen. Wir machen vielleicht auch so hin. Ist die so ein bisschen auch so am Rand. Ja, den Sprengler, den machen wir auch weg. Und dann sprayen wir hier. Wir sind voll die Sprayer.
sprayen mir hier so ein bisschen was Sanftes, Frühlingshaftes hin, damit das ein bisschen blumiger aussieht, oder? Erstmal als Basis natürlich nur. Und dann kommt das Grün obendrauf hier so ein bisschen noch. Und dann machen wir das hier so, dezent wieder weg. Dann haben wir da nämlich ein schönes kleines Gärtchen hier noch. Wir müssen die Übergangsdinger hier so ein bisschen noch angucken. Ja. Und dann insgesamt wieder leicht. Na, nicht so viel. Nicht so viel. Stopp. Wir haben das schon ganz leicht. Ja, so ein bisschen, dass das Originalgras wieder durchkommt, ne? Machen wir das Ding auch so ein bisschen darüber vielleicht. Und ja, das kann da bleiben. Das ist in Ordnung so. Und jetzt können wir hier vielleicht noch gucken. Upsala. Jetzt können wir hier vielleicht noch gucken, dass das... Was machen wir denn da hin? Dass das hier nochmal abgerundet wird mit irgendeiner Aktivität. Also die Kinder, die sind ja auf jeden Fall versorgt. Ich würde dann mal gucken, dass wir die Tiere dann nochmal mit einbringen. Haben wir da irgendwas für draußen? Oh ja, genau, klar, die Pfosten da, da wäre da was. Aber die gibt es nur in so einem komischen Ton hier. Dann würde ich da lieber so eine... Nehmen wir so ein Ding da dazu, oder? Das ist glaube ich, besser, ja, von der Form her. Wobei hier jetzt das Rote eigentlich besser passen würde, oder? Gelb-Rot? Ja, das ist farblich irgendwie passender. Können wir das so hinmachen, dann können die Hundis da auch noch ein bisschen spielen. Das müsste eigentlich jetzt hinhauen, oder? Ja, die Schaukel braucht hier den Platz. Ja, die braucht auch hinten Platz, damit die Kids angeschubt werden können. Machen wir das auch so ganz leicht schräg, damit das nicht so... Na? Damit das nicht so integrated hier aussieht alles. So kerzengerade, das ist irgendwie langweilig. Würde ich das mal so machen. Da finde ich doch jetzt toll. Das freut mich jetzt. Wir können jetzt hier auch noch auf den Dachboden, der sehr schwer begehbar ist, auch noch so ein paar Hundefuttersachen drauf machen. Tierfutter. Ist ja auch ganz wichtig, dass man den hat, ja. Und in den Schrank. Hier müssen wir jetzt auch noch mal kurz weiter gucken. Dann machen wir jetzt noch Spiegel rein. Leute, ich glaube, wir werden heute fertig. Ich sehe schon. Wie toll. Jetzt haben wir einen coolen Dachboden. Das ist mal was anderes. Und da kann man ja immer noch Krams hochstellen. Das ist ja das Tolle daran. Also ich würde hier, glaube ich, schon irgendwie mal dann... Ja, das ist jetzt wieder Vintage Glamour. Das würde ich jetzt nicht auch noch mit reinnehmen. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Deswegen nehme ich mal den da. Mache hier einen Triple draus. Ne? Triple Spiegel hier. Triple Spiegel, aber ohne Flacker. Ohne Flackerei hier, ja. Ohne Flachsen hier. Ohne Flackerei. So, haben wir da nämlich im... in dem Kleiderschrank haben wir dann auch noch sowas hier. Genau, da kommt noch sowas rein. Aber dann nehmen wir auch wieder die so ein bisschen, oder? Ja, dann sieht das noch mehr aus wie so ein Kleiderschrank. Teenager haben wir hier gesagt, ne, das muss dann da so reichen. Und nee, das finde ich auch gut so. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr großartig was reinmachen. Vielleicht noch so ein bisschen kleine Kramsachen. Was haben wir denn da noch? Gut, wir haben gesagt, das ist eigentlich für einen Jungen, ne? Ah, da müssen auch noch so Bücher da rein. Ich muss die jetzt einfach wieder nehmen. Ich finde die so toll. Die hinten so ein Bücherstapel da in der Ecke. Das ist doch witzig. Ja, das muss da schon rein. Wir können da noch so einen Föhn oder sowas reinlegen. Das ist auch nicht schlecht. Wieso geht denn da so hoch? Machen wir das mal so. Ja, gut, ist jetzt auch nicht wirklich. Also mit dem ganzen Krams da, weiß nicht, ob das... für die Jungs so arg ist, aber das ist in Ordnung. Oh ja, wir können hier noch so Hemden oder so drauflegen, das ist okay. Ich färbe das mal ein bisschen um. Also wir wollen es ja nicht jetzt klischeehaft hier machen wieder, aber es ist schon so ein bisschen, da machen wir es mal so. Ja, da wird sich jeder drüber freuen. Es ist so ein neutrales Zimmer, ich glaube, da können alle beide Geschlechter rein oder andere, die es noch gibt oder wie auch immer. Ne, so ist das doch wahr. Also. Wäre da noch Platz auf dem Regal, auf dem Regälchen? Hier, der hüpft nicht immer da hoch. So, machen wir das hier auch noch rein. Nicht auf den Schreibtisch rutschen. Ja, habe ich doch gesagt gerade eben. Mann, dann bleib doch da, wo du bist. Hier, echt mal. So. So, haben wir das auch geschafft. Dann musst du natürlich noch weiter weg. Und du kommst wieder hier zurück, gefälligst, ja? So.
Das haben wir dich da auch noch untergebracht. Jetzt sieht das irgendwie vollständiger aus. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Das ist auch dann wenig jetzt hier. Bisschen wild sieht es aus. Bisschen, ne? Das ist okay. Schönes, warmes. Ja, da kann man kein Fenster mehr. Das ist schon ja okay. It's okay, it's alright. Wir brauchen hier noch irgendwas zum Hinsitzen. Die Sims, die sitzen, setzen sich ja immer ganz gern hin. Da würde ich... Was nehmen wir denn da? Manometer hier unter dem Ding. Da nehmen wir einfach so eine... Ja, einfach... Base Game, so ein bisschen, aber das ist schon so eine Parkbank irgendwie, ne? Ach, was, das ist einfach eine alte Bank hier. Die nehmen wir, stellen die da hin, da können die da sitzen, so ein bisschen plaudern. Die setzen sich ja immer ganz gern hin, wie gesagt. Und dann haben wir das doch auch. Hier in diesem Bad, da würde ich gerne noch ein paar Details machen. Ein paar haben auch geschrieben, hey, mach die doch so zusammen, dann kannst du da noch so was draufstellen, so Zahnbürsten und so. Machen wir doch. Auch hier wieder mit Move Objects. Ja, die Kante sieht man halt, aber ist ja egal. Aber hier brauchen wir noch so ein paar Kleinigkeiten, finde ich schon. Können wir das nicht wieder da oben drauf stellen? Das hatten wir doch eben schon. Dass wir herausgefunden hatten in der letzten Folge, dass das hier oben genau drauf passt, wenn man das hochlevelt. Und Handtücher haben wir. Jetzt gucken wir mal hier, noch da noch. Dann würde ich das Brettchen hier, da würde ich dann woanders hin machen. Würde ich dann, kommen wir mal wieder hier in so eine Deko, das ist ganz toll. Das Ding machen wir ein bisschen hoch. Und hier kommen dann noch richtige Handtücher hin. Badezimmer. So, da kommen jetzt noch klassische. Da brauchen wir sowas wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also blaue gibt es ja nicht. Aber dann nehmen wir das hier, weil das hat auch so einen blauen Streifen drin. Dann können wir das hier so platzieren und dann hier so nochmal eins daneben. Dann sieht das so ein bisschen aus, wie wenn das so eine Doppelstange wäre. Und Klopapier gibt es natürlich auch noch. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen eng da, ich weiß. Aber die Pflanze ist so toll, ich hätte die so gerne hier drin noch. Na, ja. Ja, ist nicht ganz so günstig, aber es ist in Ordnung, oder? Nehmen wir das Fenster, da passt nicht. Passt nicht hin hier, nee. Wir können da auch noch so ein paar Kleinigkeiten reinstellen. Waschtag, Putzkrams. Nee, das passt jetzt hier irgendwie gar nicht. Ne? Das haben wir am anderen auch schon. Ich würde aber gerne noch so ein paar Döschen oder irgendwie sowas hinstellen. So Badewasser oder sowas, ne? So Tübchen da, irgendwie sowas da. Da muss man ein bisschen so hier, die Badewanne, die kann man sich dann krallen. Na? Was sagt ihr dazu? Bitte mal kommentieren. Eieieiei. Was für ein Projekt wieder, ne? Hammerhart hier. Sind wir echt schon durch jetzt? Das glaube ich gar nicht richtig. Müssen noch mal rumgucken. Also, oben haben wir den Dachboden. Dann haben wir hier ein Balkon für Aktivitäten. Wir haben hier ein Badezimmer, wir haben ein Schlafzimmer, wir haben nochmal ein Badezimmer, wir haben ein WC, wir haben hier ein Teenagerzimmer, wir haben ein Kinder- und Kleinkinderzimmer, passen alle Altersstufen rein. Wir haben unten euren Community-Projektraum, hier auch ein WC, wir haben einen schönen großen Flur für die Tierchen auch mit Tierbetten und so. Und da haben wir dann unsere Küche, Wohnzimmer, Esszimmer mit Kamin und vielen Pflänzchen und die Waschküche. Dann haben wir natürlich unser Gewächshaus und ich sehe gerade die ganze Zeit schon, dass die Dinger da in der Luft schweben. Was soll das denn? Müssen wir runterleveln hier. Was ist denn das hier wieder? Hast du wieder Mist gebaut, Daniel, ja? So, sind die auch in der Luft? Tatsache, was ist mit euch passiert? Wegen dem Fundament jetzt oder was? Ich glaube, ihr wart in den Töpfen drin und ich habe euch rausplatziert mit aktiviertem Move-Objects. Und dann schwebt ihr Oschis da rum. Nee, ernsthaft mal? Ihr Verrückten hier. Ups, falsch rum. Kommt zurück auf den Boden der Tatsachen, sonst ich sehe euch ja gar nicht. So, grüne Erbsen, was? Ach, das gibt's da nicht. Die sind ja alle oben. Das ist ja mal blödig.
Pilze. Da komische Six-Mosquito-Fallen. Und noch der Baum der Emotionen. Ja, hier ist für jeden was dabei. Ich finde das so toll. Echt cool. Das ist doch mal schön jetzt. Dann kann man, hat man noch viel Platz, um selber was anzubauen. Wir haben den Geldbaum drin. Wir haben hier riesig, riesig viel Päckchen da noch. Halbwegs freie Töpfe und hier draußen die gekreuzten Pflanzen mit allerlei. Auch besondere, ne? Für den Tod, für die Emotionen, Drachenfrucht, Blumen. Alles dabei hier. Sehr schön. Die Tiere warten schon. Hallo. Der Bürgermeister, der muss es absegnen hier noch, ne? Oder ihr. Schreibt mal hier, bitte, danke. Wir machen jetzt hier auch noch, weil da gibt's doch auch, wir gehen jetzt nochmal in den Debug rein, weil da gibt's doch diese Banner. In Jahreszeiten. Ja, das jetzt letzte Objekt wird ein Jahreszeitenobjekt sein. Und zwar haben wir doch da eine, ja, erstmal hier sowas irgendwie, ne? Das könnte auch gut passen. Aber ich würde gerne mal, ich glaube, sowas da. Festtag-Girlande. Wir müssen mal gucken, was ist cool. Weil da können wir dann, gibt es da irgendwas, das hier so viel jahreszeitenmäßig aussieht, dass das echt so irgendwie. Ja, schon ein Banner wäre schön, ne? Ein Banner wäre schon schön. Vier Jahreszeitenfarben. Dass man nochmal irgendwie so die vier Jahreszeiten da unterbringt. Oh, das ist ja auch toll. Das wusste ich gar nicht, dass das gibt. Blumenblätter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Na, aber das ist mir ein bisschen zu viel dann wieder. Ich möchte ja gerne irgendwie eins, das so ein bisschen insgesamt. Oh ja, sowas ist gut. Das könnte Herbst sein und Frühling und Sommer. Irgendwie so ein Banner. Da muss irgendwas noch hin. Das können wir da nämlich reinhängen in das Ding. Und das ist auch ganz schön dann so, ne? Das ist doch gut. Ja. Durchfahrtshöhe bitte beachten. So. Ja. Ach, cool. Aber wir haben auch noch diese Lampignon-Dinger. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Müssen wir noch mal ein bisschen gucken, was wir da nehmen. Nämlich genauso. Die haben wieder auch Jahreszeiten entsprechende Dinger. Da würde ich einfach sagen, wir nehmen jetzt die bunten, damit wir hier noch ein bisschen Party-Feeling reinkriegen, oder? Ja, dann machen wir doch. Die sind echt toll. Können wir die da irgendwie unterbringen? Ja, das ist ein bisschen, kann man die verkleinern eigentlich? Das wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Ich suche in letzter Zeit irgendwie immer die Tasten. Das ist echt witzig. So. Da hochleveln, dann haben wir das nämlich da oben dran an der Wand hier. An der Decke, an dem Pfosten dran. So, das ist auch schön. Voll einladend. Wir haben schon den Pfosten dann versteckt. Gut, die hängen jetzt ein bisschen weit links, aber das macht ja nichts. Das macht gar nichts. Merkt kein Sim. Weihnachtsbaum Geschenkebag jetzt auch im Debug als Objekt? Das ist ja witzig. Das ist ja mal witzig. Wusste ich auch noch nicht. Limonade. Oh ja. Wenn ihr einzieht, gibt es erstmal ein Glas Limonade. Das können wir bestimmt noch irgendwo unterbringen. Hier, eben der Ding hier da. Das ist ja leer, das Glas. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Na gut. Geldfrucht. Ja, für den Start hier noch. Man muss ja irgendwie auch die Rechnungen bezahlen, bis der Geldbaum wächst, ne? Ja. Das war's mit der vier Jahreszeiten Farm. Ich bin Daniel von simfans.de. Ich gucke noch mal kurz meine Notizen durch, aber ich habe eigentlich alles hier. Ich habe alles durch. Ja, ich danke euch. Das war's mit dieser Reihe. Und jetzt könnt ihr euch wieder neue Reihen wünschen, wenn ihr denn wollt. Da freue ich mich drauf über die Kommentare. Die letzte Folge ist ja oft immer auch so ein Umbruch dann für die nächste Reihe. Ja, die ich machen werde. Also wenn ihr Wünsche habt, gerne kommentieren. Ihr wisst, ich kann nicht alles bauen, was ihr euch wünscht. Aber wir gucken mal in die Kommentare rein. Ihr könnt auch liken die Sachen von den anderen, die ihr am coolsten findet. Und dann finden wir sicher hier was Tolles. Ja. Das ist meine vier Jahreszeiten-Farm. Ich bin Daniel von simfans.de. Daumen nach oben nicht vergessen. Und ja, bis zur nächsten Reihe, die diese dann ersetzt quasi und natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Bis dann, macht's gut. Ciao.